Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Portugal. Mir ist gerade eben, ich habe noch einen Kaffee gemacht hier. Da ist die Tasse. Und dabei ist mir eingefallen, wir können ja die Iberian Wedding verhindern, indem wir Spanien einfach Land nehmen. Bisschen zu spät mit dem Krieg. Auf der anderen Seite, ich weiß auch gar nicht, wie viel Land wir ihnen nehmen müssten. Ich glaube, 6 Provinzen hat wahrscheinlich nicht gelangt, aber wäre cool, wenn das vielleicht zufällig so gegangen wäre. Wann dürften wir denn wieder Krieg führen? In 10 Jahren. Okay. Also ich mal schauen, ob wir in der Zeit mal kurz auf gegen Marokko ziehen. Ich glaube es fast nicht. Wir erholen uns jetzt erstmal. Setzen hier, also wir starten jetzt mal ein Spiel, warten schön, bis der Krieg mit England vorbei ist, werden uns ein bisschen konsolidieren, was Geld und so betrifft. Und wollen dann eigentlich am liebsten noch zusammen mit Frankreich gegen Kastilien wieder ziehen. Das wäre das Ziel. Die Krone wäre dann Teil der Schulden der Demora. Wir verlieren Geld. Oh, machen wir. Zähne knirschend. Hofieren wollte ich dich. Hofieren. Ich überlege nur gerade. Wir machen minus 2 Dukaten. Warum machen wir minus 2 Dukaten? Was ist der Grund? Wir haben einen Soldaten zu viel. What the fuck? Unwahrscheinlich. Aber das alleine ist nicht der Grund. Zinsen. Ich will mich an dem Krieg echt gar nicht beteiligen gegen England. Wir drehen tatsächlich die Moral runter. Wenn wir Pech haben, müssen wir sie halt wieder raufschrauben. Grönland können wir noch nicht wegnehmen. Müssen wir auch noch kurz warten. Schiffe fahren. Heiß. 10 Flottentraditionen. Das ist geil. So, Kastilien hat mich als Rivalen bestimmt. Ja, waren wir eigentlich vorher auch schon. Deswegen ist das absolut in Ordnung. Granada, Tunesien. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir doch Tlemcen mit reinholen in das Boot hier. Weil es sind nur 9000 Mann, aber die könnten uns natürlich schon helfen. Beziehungsweise sind sie einfach ein Puffer dann. Komm, wir holen dich auch nochmal ins Boot. Wir holen Tlemcen auch noch ins Boot. Also nur mal so Interesse halber, aber Aragon und Tlemcen würden gegen Provinzen mitmachen, aber habe ich gar keinen Bock eigentlich. Größere Armee, ausnahmsweise in die Armee, wegen dem einen Mann haben wir ihn noch nicht ausgeglichen. Schade, wäre ein cooler Zufall gewesen. Aber nein. Was haben wir noch? Burgund, Böhmen. Ja, Burgund wird nicht in einem Bündnis mit mir gehen. Böhmen auch nicht und Böhmen ist auch weit, weit weg. Handelseffizienz oder 151 Dukaten. In dem Fall nehmen wir die Dukaten direkt das nächste Darlehen weg. Eins haben wir jetzt noch. Und wir erkunden schön weiter. So, wir müssen jetzt einmal auch in die Admin-Tech rein endlich. Und es wäre wünschenswert, dass der Krieg hier mit England mal aufhört. Angeblich hätten wir sogar 4% gewonnen. Wir haben die eine Schlacht gewonnen. Stimmt. So, Galizien. Wir wollen dich natürlich drinnen haben. Kostet uns leider 100. Aber es ist Geld für uns. Deswegen müssen wir das machen. Ah, wir könnten noch hier Rom. Hallo Rom. Ich möchte dich erkunden, bitte. Nein, ich möchte dich, dass du mich magst.
Frankreich, könnt ihr mal bitte und so, ja, danke. Wäre sehr freundlich von euch, bitte. Ich hab keinen Bock auf den Krieg hier. Könnt mal Aragon vielleicht um Geld bitten. Nein. Können wir nicht, weil Aragon hat kein Geld. Gute Nachrichten. Sehr gut. Und Kongo mag mich. Okay, was haben wir denn eigentlich hier? Kolonialwachstum global 50%. Ja, geil. Müssen wir nur hinkommen. Müssen wir hinkommen. Wir kümmern uns um unser Problem selber. Und zwar, sobald wir Frieden haben, entziehen wir mal ein bisschen Land. Ja, Nordamerika. Ja, okay, Adel erhält Einfluss. Oh, komm schon, Frankreich. Macht mal hier Frieden jetzt. Ihr habt alles. Ihr könnt nichts mehr machen. Ihr kommt auch nicht rüber. Friede bitte, danke. Da oben sind noch 9000 Mann. Macht die einfach mal kaputt. Also das können wir wegmachen. Rebellenaufstand. Ah, scheiße. Rebellen! Kann ich das Darlehen? Ja. War das jetzt gut von mir? Kommt drauf an, wie schnell die Rebellen jetzt Tatsache rauskommen hier, ha? Huh? Wäre gut, wenn sie in Coruña rauskommen. Das wäre mega gut. Ja, danke schön. Dann gehe ich nämlich jetzt hier gar nicht erst rein. Danke, danke. Finde ich sehr freundlich von euch und schraubt die Armee direkt wieder runter. Jo, super. Hat doch schon mal geholfen. Hat doch schon mal geholfen. Okay. Für Aragon hätten wir es mit dem Hofieren. Bringt mir nur leider nichts. Er bringt mir nur leider nichts. Na doch, bringt uns schon was. Dann holen wir uns hier ein paar Dukaten. Dukatalas. Jetzt können wir dich eigentlich auch auflösen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den aus dem Kirchenstall abgezogen habe. Irgendwie doof. Aber doof bin ich halt, das weiß ich ja. Das weiß ich ja. So, Geld spielt keine Rolle. Wie viel haben wir denn? 1,4. Ach komm, nix haben wir. Nix haben wir. So. Gut. Militär haben wir gleich. Admin haben wir gleich. Sollen wir hier mal kurz. Eigentlich ist das schon gut, wenn wir so bleiben. Oder soll man auf Admin dabei gehen? Aber wenn wir ein bisschen Vorsprung haben bei Diplotech, wenn wir dann in Kolonialisierung reingehen, ist, glaube ich, nicht schlecht. Deswegen lassen wir es mal so. Frankreich, was hast denn du gewählt? Noch nix. Achso, wir sind ja noch gar nicht so weit. Wir sind ja noch gar nicht so weit. Alter, was ist denn das für ein Krieg? Jetzt kommt schon. Frankreich hat auch keinen Bock mehr. Oh, also sowas nervt mich dann immer. Macht gerade überhaupt keinen Sinn, dass man den Krieg hier weiterführt. Und es hemmt mich vor allen Dingen gerade. Man legt gerade. Produktionseffizienz, komm. Ja. Kaufen uns mal runter. Ein bisschen müssen wir bezahlen. Klitzebisschen müssen wir bezahlen. Na endlich.
Na, endlich. So, was hat sich Frankreich geholt? Alles. Sieht man auch nicht so häufig, dass sie sich wirklich direkt alles nehmen. So. Wie schaut's aus? 51, 45, 48. Wir können Versammlung einberufen, dann Gebiet entziehen, haben ein bisschen mehr Kronland, machen ein bisschen mehr Geld. Und was haben wir hier? Mehr Prestige haben wir als 30, mehr als 368 Dukaten haben. Oder die Grundsteuer erhöhen in Coimbra. Mache ich immer ganz gerne, mache ich in dem Fall nicht. Nehmen wir dummerweise das Geld. Coimbra. Ja, kostet überall uns über 100 Punkte und wir brauchen die Punkte. Prestige 0,0 im Jahr. Okay, komm, wir probieren es mit dem Geld. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Aber was anderes bleibt mir jetzt gerade nicht über. Was anderes bleibt mir jetzt gerade nicht. Okay, unser Herrscher ist weg. Renaissance ist da. Gut, hätte schlechter sein zu können für uns. Also mit 6-2-4. Hätte definitiv schlechter kommen können. Wir müssen uns den Berater wieder rausschmeißen. Eine Grundsteuer im Biotuk. Eine Grundsteuer in Biotuk. Okay, jetzt ist Kastilien mit England verbündet. Aber mit Frankreich an unserer Seite, mit Frankreich an unserer Seite sollte das nicht das Problem sein. Renaissance kommt automatisch bei uns. Brauchen wir uns keine Gedanken machen. 0,27 im Monat. Das nächste Mal vielleicht noch Kastilien erniedrigen. Wäre nicht schlecht. So, wir können eine Dings hier wählen. Wahrscheinlich wie immer Steuer. Was Besonderes gibt's nicht. Nee. Dann will ich tatsächlich meine Steuereinnahmen haben. Wir kämpfen. Unabhängigkeit unterstützen aus SUS. Nee. Sieht mich jetzt nicht. In Marokko wären wir auch so fertig irgendwann. Oh! Oh! Marokko und Granada. Marokko und Granada. Das heißt, Kastilien, ja gut, hat dann da unten Tafifaleh oder Marrakesch oder sowas mit dem Bündnis. Mir eigentlich relativ egal. Können wir aber leider auch nicht nützen gerade. Dass wir uns da irgendwie mit dem Krieg einmischen oder so. Achso, wir könnten an sich natürlich auch Marokko den Krieg erklären. Und uns vielleicht Tanger holen. Machen wir mal. Machen wir mal. Ihr kommt bitte nochmal zurück. Okay. Ich komme jetzt nämlich so gerade. Wobei ich komme eigentlich schon runter. Nehmen wir mal. Prestige hätte ich gerne. Hier steht jetzt. Tafifaleh. Ah, Mist. Tafifaleh erobert schon. Das ist jetzt gerade nicht so schön. Papsteinfluss ist gut. Ich habe jetzt irgendwie, habe ich jetzt nur die kastilische Flagge im Kopf gehabt und dachte mir, wow, geil, ich komme hier noch unten rein.
Nee, habe ich irgendwie nicht mitgedacht. Deswegen habe ich den Krieg gerade eben erklärt. Ich wollte eigentlich nur nicht, dass Tangier in kastilische Hand fällt. Das war eigentlich gerade der einzige Sinn der ganzen Sache. Da habe ich mich jetzt ein klitzebisschen verkalkuliert. Dafür verlehm. Den helfen tue ich nicht. Ja, wir schauen einfach mal, was da jetzt aus dem Ganzen wird. Jetzt ein bisschen doof gelaufen für mich. Also was jetzt bei denen ihrem Frieden wird, was sie da jetzt an Gebieten verteilen. In der Zwischenzeit mache ich halt blöderweise wieder Minus. Dabei muss ich doch Plus machen. Kann ich von der Kultur her... Na. Okay, wir machen mal noch gar nichts. Wir machen mal noch gar nichts. Ja, da wird jetzt halt... Marrakesch und Tafifaleh wird sich, obwohl, mal schauen, ob Tafifaleh sich überhaupt was nehmen kann. Marrakesch wird sich was nehmen. Lass ich die Flotte kurz da oder ist egal? Ne, komm, können wir wegschicken. Können wir wegschicken. Ich muss jetzt einfach mal warten, was bei denen ihrem Krieg hier rauskommt. Minus 77%. Könnte jeden Moment vorbei sein. Und dann werde ich mich quasi auf den Rest hier stürzen. Ich überlege noch gerade, soll ich jetzt hier... Wir holen uns das Prestige. Na, ich will den... Ah! Frieden. Dann machen wir das Ganze mal so. Wir geben mal hier kurz beide Belagerungen. Kastilien hat sich teilweise Granada geholt. Marrakesch hat sich nur hier unten ausgebreitet. Heißt, ein bisschen was bleibt für uns jetzt hier oben übrig. Erstmal muss ich jetzt hier durch beide Belagerungen durch. So, jetzt habe ich Minus gemacht, ja. Neuer Kredit aufgenommen. Damit ist meine Mission... Diego Gomez. Also unser Entdecker ist das Scheiße. Neuen Entdecker kriegen wir nicht. Erstmal zumindest. Na gut, das mit der Mission ist jetzt nicht ganz so schlimm. Haben wir Loyalität verloren. Auf der anderen Seite können wir dann bald wieder 58. In 2 Jahren können wir eh schon wieder Gebiet wegnehmen. Ja, wo willst du jetzt hin, ist die Frage. Da rein. Hm. Das ist schlecht, weil wir kommen jetzt auch so nicht weg. Wenn, müsste ich hier jetzt die Belagerung abbrechen. Und ich bin... Und wir machen das auch. Ich habe nämlich jetzt keinen Bock, hier die Schlacht wirklich zu verlieren. So. Die haben wir auch gewonnen. Dann lassen wir die Truppen mal kurz hier so stehen. Fes ist die Hauptstadt, oder? Ja. Wobei Tangier eigentlich das Wichtige für mich ist. Tangier.
Wir stellen es einfach einmal da oben rein. Oder wir rufen jetzt einfach mal. Nee, wir rufen Aragorn jetzt nicht dazu. Wird nur schneller gehen mit Aragorn an unserer Seite. Aber da werden wir jetzt tatsächlich gleich noch den Belagerungseinfluss dazu holen. Die Renaissance ist in Lissabon aufgetaucht. Fall. Ja, danke schön. Jetzt holen wir uns gleich mal Tangier. So. Da gehen wir jetzt in die Diplotech rein. Jetzt haben wir den Vorsprung, von dem ich gesprochen habe. Alles, was wir jetzt hier an Punkten sparen für die Zukunft, können wir dann direkt, wenn wir ein Admin auf 5 haben, in Entdecker reingehen. Fände ich nicht schlecht. Wann wären wir theoretisch drinnen? 61. 61, warum so viel? Weil ich noch nicht gefördert habe auch, ja. Werden wir auch nicht so schnell hinbekommen, es fördern. Wie schauen denn... 2 Papsteinfluss hätte ich gern. Wie schaut denn hier das eigentlich aus? Wir müssen Tangier besitzen. Und dann kriegen wir einen Anspruch auf Garb und so. Und dann sollen wir das hier unten besitzen. Okay. Nur um zu wissen, was ich nach Tangier jetzt gleich nehmen werde. Ich will ehrlich gesagt möglichst viel Geld rausschinden. Mehr als 200 kriegen wir eh nicht. Das machen sie schon nicht. Gut, aber das ist ja kein Problem für uns. Weil jetzt haben wir ja freie Bahn. Jetzt haben wir ja freie Bahn. Oh, ich hätte Tlemcen hätte ich dazu rufen sollen zu dem Krieg. Fällt mir gerade so ein. Marokko, Marrakesch, Tavilesus, Granada. Okay. Tangier ist das hier alles. Weißt was, das machen wir es doch wieder. Achso, aber Casablanca ist gut, gell? Ja, 10. Dann machen wir es doch. 200, das. Marrakesch, Marokko, Tafifalea, das ist egal. Dann machen wir es doch so. $300 kostet mich das. Okay, wir lassen Casablanca weg. Nur das Gebiet Tangier möchte ich. Das ist eigentlich teuer genug. Das ist eigentlich schon teuer genug. Den nationalen Schwerpunkt einfach aufheben. Das kann ich machen. Okay, komm, mach mal. Dann Tangier brauchen wir die Festung aber nicht. Die reißen wir gleich mal ab. Mission abgeschlossen. 150 Admin macht. Das ist natürlich auch gut. Dann können wir jetzt das ganze Gebiet direkt koren. Mehr Punkte brauchen wir nicht. Wir sind schuldenfrei. Marokko hat uns beleidigt, ist mir egal.
Boah. Läuft. Läuft, würde ich sagen. Können wir noch ein Schiff bauen? Ja. Brauche ich aber gar nicht. Wir haben 10.000 Truppen momentan. Ja, wobei doch auf 12 will ich ja eigentlich hochgehen. 12 will ich dann schon hochgehen. Warum mache ich jetzt so viel Minus plötzlich? Gerade eben habe ich noch Plus gemacht. Flotte, Armee, naja, genau. Flotte. Ich würde dich gerne mal stilllegen kurz. Das Schlachtschiff, der Ding macht halt wahnsinnig viel Minus, gell? Unser Flotten-Dingsbums, ihr wisst schon. Flaggschiff. Unser Flaggschiff. Ja, komm, wir brechen den Transporter auch dabei ab. Das ist einfach Zeug, was wir uns sparen können momentan. 75 Admin macht. Ja, bevor ich die Autonomie nehme. England gilt nicht mehr als Großmacht, okay. Interessant. So, und jetzt wären wir nämlich auch fast schon wieder mit August 60, ja. Nein, nicht die Stabi, nein. Und ein General ist auch noch gestorben. Wir könnten Land beschlagnahmen, wird aber auf jeden Fall Aufstände geben, gell? Wir holen uns eine neue Quest. Und zwar, Lissabon hat eine Kirche. Evora Grundproduktion von 4. Das werde ich machen. Ausgerechnet auf Madeira, aber ist nicht das Problem. Weil da fahren wir einfach mal kurz rüber. Müssen wir auch die Schiffe nicht großartig reparieren und nix. Belohnung haben wir 50 Dukaten bekommen. Ist auch spitze. Ist auch spitze. Das Problem ist, eigentlich müssten wir uns aber schon für den Krieg gegen Spanien rüsten. Ja, haben wir noch. Ja. Ja, schauen wir mal, wo hier die Revolte rauskommt. Schauen wir mal, wo hier die Revolte rauskommt. Nee, aber läuft ja langsam. In Zahle 9000. Da ist auch der General drin. Das passt. Gut. Dann mit unseren Truppen bitte zurück. Wir machen uns quasi bereit für Spanien. Aber erst in der nächsten Folge, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis zur nächsten Folge. Servus.